Der Sportbund Rheinland zu Gast auf der Kreissportanlage in Konz. Der Sportabzeichen-Aktionstag 2019 fand hier bei der TG statt und die Resonanz war dem Anlass entsprechend. Der mit 2100 Mitgliedern größte Verein in der Verbandsgemeinde war gut vorbereitet auf diese Premiere. Entsprechend erfreut präsentierte sich die Sportbundpräsidentin bei der Begrüßung. Das Sportabzeichen unter dem SBR-Motto »Wir bewegen Menschen« eine Herzensangelegenheit. Unsere beste Zahl waren ja mal 25.000. Wir haben in dem Jahr 2018 24.000 Mitte erreicht. Und natürlich wird unser Ziel immer sein, wieder mal die 25.000 zu erreichen, da wir damit bundesweit an erster Stelle gestanden haben. Ich glaube, das zeigt auch, dass nicht nur die Arbeit im Sportbund gut ist, sondern dass auch die Werbemaßnahmen für das Deutsche Olympische Sportabzeichen bei den Vereinen angekommen ist. Die Präsidentin nutzte die Gelegenheit, den Vorsitzenden des gastgebenden Vereins zu ehren. Hans-Joachim Schalm erhielt die Ehrenurkunde des Sportbundes in Bronze. Der 76-Jährige konnte stolz sein, zum einen auf die Auszeichnung, zum anderen auf seinen Verein, der sich zahlreich und geschlossen präsentierte. Miriam Ott brachte zum Aufwärmen alle in Bewegung. Mitglieder fast aller 20 Abteilungen waren gekommen, um Sport zu treiben. Das Sportabzeichen lockt an. Sport lebt von der Bekanntheit, von den Aktivitäten, die angeboten werden, auch von außergewöhnlichen Aktivitäten. Dann kriegt man ein größeres Ansehen und dann kommen Mitglieder zu uns und wir können unseren Sport dann weiter betreiben mit einer guten Basis. An die 40 Helferinnen und Helfer stellte die TG Konz. Diese Veranstaltung bringt Arbeit mit sich, aber auch Vorteile. So zeigte sich die benachbarte Realschule Plus mit 25 Kindern der Klassenstufen 5 bis 7, um das Sportabzeichen erstmals zu ergattern. Die begleitenden Lehrer ermöglichten das Angebot an einem schulfreien Samstag. Weil ich es sehr gut finde, wenn Kinder sich bewegen, wenn sie sportlich aktiv sind und wir als Gemeinschaft mit der Schule ganz gerne hier auftreten. Der Sportbund kann dank der Sparkassen Kindern und Jugendlichen das Sportabzeichen kostenfrei anbieten. Das hilft auf dem Weg, die Zahlen zu steigern. Zum einen die der Sportabzeichen-Absolventen, zum anderen die Zahl der Kinder, die über diesen Kontakt zu Vereinen finden. Wir haben auch schon Schüler dorthin geschickt zum Training. Die sind jetzt auch da aktiv und sind jetzt im Vereinssport aktiv. Wir würden noch gern mehr Schüler akquirieren, dass sie dorthin gehen. Da sind wir dabei und ja, das ist sehr gut, dass wir so eine Nähe zum Schwimmbad, zum Stadion und auch zu den Verantwortlichen der einzelnen Sportarten haben. So warfen hier Kinder die Bälle übers Gelände, aber auch zahlreiche Jugendliche waren gekommen. Die einen zum Helfen, die anderen zum Mitmachen. Die Mehrzahl der gemeldeten Teilnehmer unter 20. Wenn ich diese Jugend, die jetzt hier Sport macht und diese Jugend, die uns auch hilft, und ich habe auch noch vor kurzem eine weitere Veranstaltung mit Jugendlichen gehabt, dann mache ich mir um unseren Sport keine Sorgen. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter, dann mache ich mir auch um unsere Gesellschaft keine Sorgen. Das Sportabzeichen als Olympiade des Breitensports durchaus eine Möglichkeit, den Vereinssport zu bereichern. Und jeder kann mitmachen. Aus 4 Disziplingruppen muss ein Angebot ausgewählt werden. Wenn es ums Springen geht, ist zum Beispiel Koordination angesagt. Die einen mögen es weit, die anderen hoch. Und eine weitere Alternative ist das Seilspringen. Nur ein Beispiel für die Breite in der Angebotspalette des Sportabzeichens. Bronze, Silber oder Gold können erreicht werden. Ein Ansporn für die Kleinen, aber auch noch für Große. Die Palette der Angebote generationenübergreifend. Das ist schon ein Erlebnis, wenn man auf dem Sportplatz steht und plötzlich 3 oder gar 4 Generationen inzwischen hat, die sich am Sportabzeichen beteiligen. Ja, besseren Familiensport kann man ja gar nicht anbieten. Und so liefen in Konz einige Eltern mit den Kindern um die Wette. Früh übt sich. Neben Kraft, Schnelligkeit und Koordination ist Ausdauer die 4. Disziplingruppe, die das Sportabzeichen ausmacht. Läufe über 800 oder 3000 Meter wurden in Konz ebenso angeboten wie Schwimmen im nahegelegenen Schwimmbad. Ohne Anstrengung geht es nicht. Aber am Ende hat jeder die Chance, sich wie ein Sieger zu fühlen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sportabzeichen-Aktionstag in Konz waren Gewinner. Der Anfang gelungen und gemacht.
Jetzt heißt es in allen weiteren Vereinen im Rheinland, Angebote zu machen und zu nutzen. Auf der Homepage von der TG Cons und auch auf Facebook.